Hallo und herzlich willkommen zur Podcast 3 Zusammenfassung. Und zwar gab es Podcast 3 mit Nikita am Start, ging um E-Sport, um die Arena. Wenn ihr den kompletten Podcast mit meiner deutschen Live-Übersetzung sehen möchtet, Link ist unten in der Beschreibung. Ansonsten machen wir eine Kurzzusammenfassung. Am Anfang des Podcasts wurde kurz über 12.10 reflektiert, was lief gut, was lief schlecht. Und kurz danach kam auch schon Nikita. Nikita hat über seine Beziehung zu E-Sport reflektiert, wie steht er zu Competitive Modus, was ist die Arena und wie wird die Arena und wann wird die Arena released. Starten wir die Zusammenfassung. Erste Frage, die Nikita gestellt wurde, war, welche Game-Modi interessieren ihn generell am meisten? Nikita sagte, dass ihm im Speziellen die klassischen Rainbow Six-Modi sehr gefallen haben, im Speziellen auch hier die PvE-Modi, dass er mit großen Massenschlachten gar nichts anfangen kann und dass er generell ein Fan von Nah- und Häuserkampf ist. Auf die Frage, ob Fahrzeuge in Zukunft in das Spiel implementiert werden, sagte Nikita, dass die Maps dafür viel zu klein sind, Fahrzeuge keinen Sinn machen und deswegen auch erstmal nicht geplant sind. Wird der Arena-Modus noch dieses Jahr kommen? Und hier sagte Nikita, dass er sehr, sehr zuversichtlich ist, dass das noch klappen könnte. Das größte Problem, wovor sie stehen, sind erstmal die Server, weil für die Arena-Modi komplett neue Server erstellt werden müssen. Es muss also nicht nur das Spiel selber entwickelt werden mit komplett neuen Locations, sondern auch die ganze Netzwerktechnologie muss von Grund auf erneuert werden. Auch müssen komplett neue Spielmechaniken integriert werden und erstellt werden, was den Release relativ knapp, aber möglich machen wird. Wird es mit Einführung des Arena-Modes in Zukunft nur noch Competition in der Arena geben? Klare Antwort, nein. ESG überlegt sich, spezielle Modi zu entwickeln, sowohl im Arena-Modus als auch im klassischen EFT-Modus, um kompetitive Spiele in beiden Modi zu ermöglichen. Wichtig ist dabei jeweils die Größe eines Events, die Größe eines Turnieres und deren Teilnehmer, damit der Aufwand für solche spezielle Modi gerechtfertigt ist. Schaut Nikita selber Turniere? Ja, denn Turniere zeigen, dass das Spiel so viel mehr sein kann. Es fördert Emotionen, den Ehrgeiz, es bringt dem einen anderen Geld im Sinne von Preisgeldern und es steigert die Kreativität der Community. Tatsächlich ist es so, dass sogar im Büro Fernseher stehen, in denen diese E-Sport-Events übertragen werden. Turniere sind gleichzeitig ein tolles Feedback für Entwickler und man hat das Gefühl, dass eine komplette Subkultur entstanden ist im kompetitiven Escape from Tarkov-Milieu. Wie ist Nikita eigentlich auf Arena gekommen? Nun, der Arena-Modus sei eine offensichtliche Konsequenz, da es sich bei EFT um einen Shooter handelt. Das Ziel sind sehr schnelle Runden auf kleinen Maps, was auch komplett neuen Spielern besseren Zugang zum Spiel ermöglichen wird. Man erwartet mit dem Arena-Modus wieder Zugang für mehr Casual-Spieler und nicht nur für Hardcore-Spieler. Dabei ist es aber wichtig, dass die Arena insgesamt in das Gesamtbild passt. Wie lange dauert eine Runde in der Arena? Das ist komplett modusabhängig. Welcher Modus wird gespielt? Wird PvP oder PvE gespielt? Spielt man 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3? Spielt man auf einer größeren Map, wo sogar 5 vs 5 möglich sein wird? Summa summarum wird eine Runde 1 bis 15 Minuten dauern und sollte 20 Minuten auf keinen Fall überschreiten. Wichtig war Nikita auch zu erwähnen, dass man die modernen E-Sport-Tools in das Spiel integrieren möchte, aber passend zu dem EFT-Setting. Das heißt, Deathcam ja, aber zum Beispiel in Form von einer Helmkamera, die auf den Boden fällt. Nun wissen wir, dass die Arena mit Escape from Tarkov verbunden sein wird. Kann man also sein Gear mit reinnehmen und noch versichern? Ja, und das wird komplett abhängig sein von seinem Rang. Man muss gewisse Ränge erreichen, um Gear aus dem Hauptspiel zu benutzen. Und ja, man kann dieses Gear auch in der Arena verlieren. Dabei ist es aber so, dass die Versicherung viel besser wirken wird als in Escape from Tarkov. Dadurch, dass in so einem Gefecht praktisch jeder sterben wird, wird es meistens nur einen einzigen Überlebenden geben. Dieser Überlebende wird weder die Zeit noch den Platz haben, großartig Loot mit rauszunehmen. Deswegen wird die Versicherung viel besser greifen als im Hauptspiel. Hat jeder dieselben Skills? Das ist nicht sicher und noch komplett offen. Der Punkt muss wirklich noch komplett überdacht werden und vielleicht cappen wir die Skills, sagt Nikita. Plant BSG in Zukunft E-Sport-Events zu hosten? Ja, das war schon länger geplant, aber Corona hat diese Entwicklung leider komplett verzögert. Promotion-Events von BSG kommen zu 100%. Wird es ein Respawn-System in der Arena geben? Nikita hat hier etwas überlegt, wie er die Frage beantworten soll, und wir können seine Antwort als ein klares Nein zusammenfassen. Ein Respawn würde die Wertigkeit des PMCs herabsetzen. Die Tatsache, dass man nur ein Leben hat, welches so wertvoll ist, dass man das Leben nicht verlieren will, ist einer der Hauptpunkte im Spiel. Und die Arena soll die Mentalität des Hauptspiels 1:1 übernehmen. Selbst das Nutzen von vorgefertigten Presets kostet Punkte, die du verlierst und kann dich herabstufen, wenn du stirbst. Ein Herabstufen wiederum bedeutet, dass du weniger Möglichkeiten hast, also auch hier Respekt davor hast zu sterben. Heißt das, der Hauptaspekt der Arena ist im Endeffekt Ranking? Ja, Arena ist ohne Escape from Tarkov, also ohne das Hauptspiel, spielbar. Aber das Ranken erlaubt es, Quests und Items in EFT freizuschalten und mit hohem Ranking in der Arena wird man die Spieler auch optisch erkennen können. Das heißt, ein Spieler, der ein hohes Ranking in der Arena hat, wird schon deutlich zu erkennen sein. Plant BSG mehr Support für Turniere. Und hier auch nochmal die Betonung, ja, aber am Ende kommt es wirklich auf die Größe des Events an. Müssen wir Arena kaufen? Ja,
Wobei es offen ist, ob EOD-Besitzer Arena ebenfalls kaufen müssen oder kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Das Problem sind einfach hohe Kosten, die auf Arena zukommen, in Form von neuen Servern, die wirklich sehr viel Leistung benötigen und sehr speziell sind in ihrer Konfiguration. Es wird aber definitiv so sein, dass man für die Arena das Hauptspiel nicht benötigt. Man es aber natürlich jederzeit mit dem Hauptspiel verknüpfen kann, um Progress in beide Richtungen zu haben. Liebe geht raus. Es war mir eine Freude, euch hier gehabt zu haben. Finale Wörter. Vielen Dank an Nikita, dass du dabei warst. Danke. Dankeschön. Okay, GG's. GG's. Ich glaube, wir sind durch.